Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir wollen da hochklettern. Ich weiß nicht, ob da was ist. Vermutlich ist da gar nichts. Aber mein Entdeckerdrang sagt mir, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Guck mal nach, was da ist. Guck mal nach, was da ist. Da ist da bestimmt irgendwas. Geh zur Quelle des Wasserfalls, ja? Zur Quelle des Wasserfalls. Dort wird dir Glück und Reichtum begegnen. Vielleicht. Vielleicht begegnet dir auch einfach gar nichts. Das kann sein, aber schauen wir mal. So, weiter geht's. Ich glaube, den Rest können wir so hoch. Oh, das wird knapp. Das wird ganz schön knapp. Doch, da oben ist Reichtum. Habe ich gesagt, dass da oben Reichtum ist oder nicht? Habe ich gesagt. Ich hatte recht behalten. Ha. Ganz viele Schleichlinge. Wir müssen auch bald mal Medizin oder Essen herstellen, was Effekte hat. Das wäre gar nicht so dumm, glaube ich. Wir können auch einfach ablegen. Dann. Oha. Ah, oha. Oha, das sind aber Reichtümer hier. 4 Kisten. Ich habe doch gesagt Reichtümer, also wirklich. Ein Leuchtstein. Ein Saphir. Noch ein Saphir, okay. Also es sind wirklich Reichtümer. Tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes sind es Reichtümer. Noch ein Bernstein. Hier sind nochmal Rösttrüffel. Dieser knusprig geröstete Maxi-Trüffel schmeckt zwar köstlich, aber als Kochzutat hätte er einen deutlich nützlicheren Effekt gehabt, ja. Das stimmt. Das stimmt leider. Die sind so ein bisschen versaut, die Trüffel. Aber gut. Noch eine Truhe dahinter. Jetzt kommt die Waffe. Ja, ein Feuerschwert. Ein magisches Schwert, das in der Lava des Todesberges geschmiedet worden sein soll. Schwinge es, wenn die Klinge rot leuchtet, damit es Feuer speit. Alter Schwede. Das ist eine nice Waffe. Die nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Okay. Na gut, das wird aber alles gewesen sein, was wir hier bekommen. Da hoch traue ich mich nicht mehr. Zumindest nicht nach ganz oben. Vielleicht traue ich mich nochmal ganz kurz hier hoch, aber ich glaube, da ist nichts. Ich glaube nicht, dass hier oben noch was drauf ist. Da unten war ja schon genug drin. Warum sollte noch oben was drauf sein, wenn ich ehrlich bin? Vielleicht ein paar Pilze oder so. Nee. Nichts. Na gut. Dann geht's weiter. Ich glaube, ich gehe jetzt langsam so zum Gebiet der Soras. So langsam, aber sicher. Will ich mich in die Richtung bewegen. Es regnet aber auch verdammt oft, ne? Das muss man einfach mal sagen. Ja, Bär ist gut. Der verfolgt mich also immer noch, der Bär. Der kann es auch nicht lassen, der Bär, ne? Der muss immer wieder mir hinterher. Oh mein Gott! Komm, trau dich! Oh nee. Jetzt trau dich bitte nochmal. Komm. Oh, jetzt haben wir doch getroffen, ganz ehrlich. Geht doch. Nach euren Gegner. Ein Schleim oder so. Irgendwas. Keine Ahnung. So, gucken wir mal ganz kurz, ob hier noch irgendwie was ist. Man muss sich ja auch ein bisschen umschauen, nicht wahr? Ja, dann geht es halt wirklich langsam in die Richtung der Soras. Definitiv. Ja, da vorne ist die Brücke, über die man hierher gekommen wäre. Wenn man den normalen Weg gegangen wäre, ist da vorne ein Eingang? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das sah nur ein bisschen komisch aus. Die Truhe da oben haben wir aber schon geöffnet, ne? Nee. Ist auch eine Kiste, das ist glaube ich keine Truhe, oder? Ich weiß es gerade nicht. Na gut, dann schwimmen wir da mal ganz kurz rüber und dann holen wir unser Pferd. Wir reiten viel zu wenig im Let's Play. Ist mir mal aufgefallen, ich habe mir die letzten Parts so angeguckt, wir reiten echt viel zu wenig. Ja, okay, wir müssen zum Stall gehen und es holen. Wir reiten viel zu wenig. Viel zu wenig. Oh, wir müssen auch jede Menge Holzbündel besorgen, stimmt.
keine Äpfel mehr da sind, bringen die Kinder neue. Mir wurde gesagt, ich kann so viele nehmen, wie ich möchte. Ja, das haben wir schon mal gehört. So. Ich bin nicht unsicher, wo es lang geht. Der hat auch noch eine Quest für mich, scheint so zumindest. Pferd abholen, okay, komm. Potato kommt wieder. Ich könnte auch den Amiibo nutzen für Epona, aber wenn ihr euch das wünscht, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das. So. Ich muss ja gerade mal überlegen, wie wir zu den Sora kommen. Wir müssen ja... Gut, wir können durch das Dorf Kakariko durch. Warum haben wir hier eigentlich noch ein... Achso, ein Erinnerungsfotos. Weil wir das erste gefunden haben, ne? Kann sein, dass das... Weil ich glaube nämlich, hier war auch eins. Das ist der Punkt, deswegen war ich da. Kann sein, dass wir jedes Mal dahin müssen? Oder das beim ersten Foto, dass das so ist, dass das erste Foto dieses eine ist und dann muss ich da hin und dann kann ich alle machen? Kann das sein? Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass es da vorne ist, weil da spielt nämlich auch eine dieser Zwischensequenzen. Genau an dieser Stelle und das ist tatsächlich eine recht emotionale Zwischensequenz. Mehr verrate ich jetzt nicht. Dann reiten wir mal schnell nach Athenor. Ich weiß, ich könnte mich auch teleportieren, aber warum nicht reiten? Dann ist unser Pferd auch direkt dabei und so. Ich glaube aber, wenn wir uns teleportieren, ist das Pferd auch in der Nähe, ne? Aber da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Ich wette, hier im Wasser sind auch noch irgendwo Sachen. Da vorne, da ist es definitiv was. Guck mal, da links sind, glaube ich... Das sah aus wie zwei Steine oder zwei Kisten. Also entweder war da ein Krog oder... da war eine Kiste, zwei Stück. Ist er eigentlich noch hier? Oder ist er schon... weggezogen? Wohin, sage ich nicht. Aber es scheint noch hier zu sein, tatsächlich. Wunderbar. Na gut, dann machen wir unsere Waffentasche mal ein bisschen größer, ne? Oh, du möchtest, dass ich deine Tasche vergrößere und du hast Krogsamen. Gut, dann werde ich mich so hoho gleich deinen Taschen annehmen. Waffentasche. So hoho, ich nehme diese zwei Krogsamen, natürlich. Mach mal, dance für mich. Toll, komm schon, tanz mit und los geht's. Da. Oh, sieh nur, die Waffentasche ist größer. Oha. Oh, jetzt ist es schon so spät. Ich muss direkt nach Hause, bevor Großvater sich Sorgen macht. Oh, tut mir leid. Muss los. Krogsamen kann ich aber immer noch gebrauchen. Also bring sie zum Wald der Krogs, wenn du welche findest. Okay. Aber wir können jetzt nicht nochmal mit ihm sprechen und noch mehr machen. Danke, dass du mir meine Rasseln zurückgebracht hast. Sobald wir uns verabschiedet haben, kehre ich nach Hause in den Wald der Krogs zurück. Oho, du möchtest noch etwas plaudern? Nee, passt schon. Nee, plaudern brauchen wir gerade nicht. Ich glaube, die Sachen können wir auch immer alles so fragen. Wobei Walter Krox vermutlich nicht, aber er wird uns sagen, wo das ist. Aber das weiß ich, wo das ist. So wichtig ist das jetzt nicht zu wissen. Dass die Dialogzeile, die er da macht, das ist jetzt keine essentielle Dialogzeile für die Story oder so. Das ist nur eine Dialogzeile. Ich verrate dir, wo du hin musst, um mich wiederzufinden. Und ich weiß schon, wo er ist. Da werden wir auch in... Ja, ich würde mal sagen, so in 10 Parts, 15 Parts würden wir uns da in die Richtung, zumindest da in die Richtung bewegen. Allein nur dafür, dass wir das mit den Krogsamen machen können, wieder einlösen. Nicht für das andere, was da ist. Da werden wir noch nicht genug Herzen für haben. Ich verrate da nicht mehr drüber. Ui, du hast mich entdeckt. Und tschüssi. Tschüss. Hat immer das Problem, ne, wenn man schon so viel weiß vom Spiel, aber ich möchte halt nichts verraten. Nichts Essentielles. Weil ich weiß, dass es Leute gibt, die das Spiel entweder noch nicht so richtig kennen oder noch nie gesehen haben. Oder Leute, die es noch nie gespielt haben. Und deswegen möchte ich da nicht zu viel verraten. Das ist natürlich auch eine große Ehre, wenn ich jetzt irgendjemanden habe, der zum ersten Mal auch Zelda Breath of the Wild guckt. Bei mir. Das wäre eine Riesenehre auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Aber wenn wir eh schon hier sind, dann könnten wir eigentlich auch mal die Nebenquests jetzt machen, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich könnten wir jetzt mal mit den Leuten hier reden und die Nebenquests erledigen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Eigentlich ginge das. Ja, okay, da.
Link, die Hühner, meine süßen Hühnerlein, sie sind verschwunden. Seit meine Frau sich aus dem Staub gemacht hat, sind sie die einzige Freude in meinem Leben. Soll ich sie suchen? Das würdest du tun? Tausend Dank. Ich habe insgesamt 10 Hühner. Viel Glück bei der Suche. Okay, 3 sind ja schon hier, wie es aussieht. 3. Okay, wir haben die Hühner ja hier im Dorf die ganze Zeit immer gesehen. Wir haben die immer mal wieder gesehen, die Hühner. Können wir die klauen? Mhm. Oh, in unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht etwa einer von den Jäger, oder? Das war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen. Diejenigen, die der Verheerung Ganon ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Ganon entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm mir den kleinen Scherz nicht übel. Vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Yay, ein stahlharter Kürbis, der auf den Feldern... Ja, das haben wir schon gelesen. Das hier ist Kakarikos Spezialität, ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probiere mal. Wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit bei meinem Feld vorbei und frag mich. Aber ich kann die doch auch klauen. Oh, Kosten, Geld. Ah, okay. Dabei schmecken sie doch so gut. Ja, okay. Die klauen kann man sie nicht. Klauen darf man hier nicht. Klauen gibt's nicht. Ich glaube aber nachts kann man die klauen, oder? Kann das sein? War das so? Weil nachts ist er ja nicht am Feld. Ich glaube, da kann man die klauen, oder? Wenn ich mich gerade richtig erinnere. So, ein Huhn ist wieder da. Oh, hier ist auch eine Statue. Ja, ich habe Herausforderungen bestanden und ich erbitte Ausdauer. Aber nicht mehr so viel. Wir werden den Ring, glaube ich, noch komplett machen und danach machen wir Herzen. Ich will nur so ein bisschen Basis-Ausdauer haben, damit ich nicht immer so schnell irgendwie die Ausdauer verliere. Ja, also noch 2-mal Ausdauer und dann haben wir's. Oh, da ist ein Huhn. Wollen wir Chicken Rings machen? Nee. Das Huhn wollte sich gerade selbst zu Chicken Rings machen. Was macht dieser Mann mit seinen Hühnern, weißt du? Wenn die selbst zum Feuer gehen und auf sich selbst Chicken Rings machen wollen, was macht dieser Mann mit den Hühnern? Dass sie so verzweifelt weg von ihm wollen. Ah ja, hier ist übrigens auch nochmal ein Krogsamen. Fällt mir gerade ein. Ui, du hast mich gefunden. Oder entdeckt. Und tschüssi. Danke für die ganzen schönen Äpfel. Die nehme ich doch gerne mit. Oh, was ist denn da? Topfdeckel? Okay. Oh, ein Quest. Heute gibt es Sport-Gemüsecremesuppe. Sie ist sehr nahrhaft und macht flink. Zumindest heißt es das. Einfach Sportkarotte, Steinsalz und frische Milch in einen Topf. Etwas kochen lassen und fertig. Oh nein. Keine Sportkarotten mehr da. Ich habe Prico doch heute Sportgemüsecremesuppe versprochen. Ich hol dir welche. Ich danke dir. Ich brauche auch nur eine Sportkarotte. Ich warte hier auf dich. Außer wenn es dunkel wird, dann gehe ich nach Hause. Muss ich ihr die so geben oder? Ja, Moment. Okay, ich muss das in die Hand nehmen, scheinbar. Weil ich habe doch Sportkarotten oder nicht da. Eine Fitkarotte habe ich. Eine Fitkarotte natürlich was anderes als eine Sportkarotte. Das ist richtig. Das ist jetzt ein bisschen schade. Kann man nicht machen, kann man nichts machen. Kann man die Dinger hier kaputt schlagen? Oha. Dabdida, ich war das nicht. Nein. Ich habe keine Kunst zerstört. Würde ich niemals tun. Wer das behauptet, ist ein Lügner. Oh, hier gibt es Ziegenbutter. Bockblinherzen. Sportkarotte. Ja, 16 Rubine, kein Problem. Machen wir. Danke, mein Mann wird sich freuen. Die ist doch von dem Laden hier und die will dann nur, dass ich Sportkarotten kaufe. Halt! Was ist das? Ich rieche Sportkarotten. Ja, bitte sehr. Dann sporte du mal. Eine Sportkarotte. Danke, vielen Dank. Jetzt kann ich für Prico kochen. Auf geht's.
Ich muss sagen, das ist mir wirklich gut gelungen. Hier, bitte, dein Anteil. Ah. Mach dich schneller, Level 1. Man kann die Süße des Gemüses noch schmecken. Der reiche Geschmack kommt vom langen Köcheln. Ich werde weiterkochen, bis ich eine so gute Köchin wie Mutter bin. Okay, da haben wir Kokosküche gelöst. Perfekt. Ein Quest schon mal erledigt. Oh, hier ist noch ein Laden. Ja. Alle. Wirklich alle? Dann kämen wir auf insgesamt 50 Rubine. Ja, ja, alle her. Du bist sehr großzügig. Sieht so aus, als müsste ich für dich eine neue Ware heranschaffen. Hey. Ja, ja, alle. Wirklich alle? Dann kämen wir auf insgesamt 40 Rubine. Geht das in Ordnung? Ja. Ja, ich bin sehr großzügig, ich weiß. Schade, man kann nicht hinter die Ladentheke sich schleichen. Oder springen. Schleichen ist das ja nicht wirklich. Wegen ist echt viele Läden. Ich glaube, hier kann man schlafen, ne? Da ist auch ein Mond davor. Ja. Der schläft auch selbst am Tag. Vermutlich deswegen, weil er abends natürlich immer Leute darin begrüßt. Deswegen muss er am Tag schlafen. So, dann wollen wir weiter nach Hühnern suchen. Ich habe gerade auch ein bisschen Sprachprobleme. Da ist ein Huhn. War es nicht so, dass wir hier am Tag gar nicht hin durften? Oder war das in der Nacht? Naja, egal. Auf diesem Feld gibt es auch noch was, was wir irgendwann tun müssen. So, aber erstmal haben wir jetzt einen Huhn. So. Ich glaube, hier oben ist auch noch ein Huhn. Das macht topfit, okay. War hier nicht... Oder war das das Feld, wo man nicht draufgehen durfte? Die Karotten sehen zum Anbeißen aus. Wer immer sie anbauen, scheint sie liebevoll zu hegen und zu pflegen. Aber man kann sie aber nicht klauen. Aber hier oben ist das Huhn. So, das Huhn haben wir jetzt auch. Die Leute denken auch, ich quäl hier gerade die Hühner, ne? So, wie viele haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlen aber noch 3. Ja, ich weiß, dass es da Kleider gibt. Muss mich nicht immer wieder darauf hinweisen. So, ich glaube, am Eingang des Dorfes war noch ein Huhn. Ich glaube, hier oben war noch ein Huhn, oder? Haben wir das hier oben schon geholt? Nee. Das hier oben haben wir noch nicht geholt, oder? Da ist es doch. Das Tolle ist, jetzt können wir mal fliegen mit dem Huhn. Hui! Kostet aber leider auch Ausdauer. So. Ich bin mir sehr sicher, am Eingang des Dorfes ist auch noch eins. Es wird auch langsam dunkel, es ist schon abends. So, da ist es doch auch. Ah, da ist es doch, da ist es doch. Aber sonst war hier keins mehr am Eingang. Weil eins fehlt mir dann ja noch, ne? Eins dürfte mir dann noch fehlen. Jetzt haben wir 9. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, vielleicht am anderen Ausgang des Dorfes. Vielleicht ist da noch ein Huhn. Ich schaue mich hier schon mal immer ein bisschen um, ob ich irgendwo einen Huhn sehe, aber... Sieht gerade schlecht aus. Na gut, dann schauen wir mal ganz kurz hier vorne. Hier ist noch ein Ausgang. Aber hier scheint nichts zu sein, oder? Nur ein Turm, den wir nicht entdeckt haben. Und ganz viele Steine. Interessant. Und da unten ist auch nochmal ein Schrein und alles. Guck mal. Oh, ja. Hier gibt es so viel zu tun. In diese Richtung. Aber wir gehen in dieser Richtung auch zum Schloss. Also von daher auch ganz schön gefährlich, dahin zu gehen. Aber hier ist kein Huhn. Das heißt, wir gehen mal weiter. Ja, vielleicht in einer anderen Richtung. Aber doch auch ein Ausgang aus dem Dorf, oder? Ja. Was ist eigentlich mit dem hier los? Hat er einen Quest? Ne, hat er nicht. Ein einziges Huhn fehlt. Und ich glaube, wir waren vorhin hier. Da haben wir auch einen Huhn geholt, oder? Oh,
Shit. Na, ich wollte ihn einsammeln, aber... Das hat jetzt nicht funktioniert. So. Na, hier ist aber die Stadtgrenze. Hier ist nichts mehr. Außer vielleicht der Tod oder so. Nee. Hier wird das Huhn nicht sein. Nee, nee. Das muss irgendwo da drin sein. Irgendwo in... Ich hab das gerade auch gesagt. Ach, das sind die Pfeile da oben, die so leuchten. Wie ihr wisst, Pfeile brauche ich, ne? Oh, man kann da nicht hoch. Okay. Aber hier kann ich hin. Ah, weil Pfeile brauche ich wirklich dringend. Jeden Pfeil mitnehmen. Ich spiele gerne mit Pfeilen, deswegen muss ich das mit diesem Motion Control auf jeden Fall gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass ich die abschalten kann fürs Zielen und dann nur anschalte, wenn ich sie halt wirklich brauche und es keinen anderen Weg gibt. Ich bin halt schon Controller-Spieler, aber auch Maus und Tastatur, aber Motion Control-Spieler bin ich halt nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht so ganz mein Bier. Ich weiß, dass es da Leute gibt, also vor allem, ich habe gehört, bei Splatoon soll es halt richtig gut funktionieren, ne? Bei Splatoon mit Motion Control zu zielen, statt mit dem Stick. Ein Holzbogen haben wir noch nie gefunden. Simpler Holzbogen zur Jagd auf kleineres Wild. Wer damit gegen Monster kämpft, ist entweder extrem mutig oder extrem dumm. Ich glaube, wir können auch alle Items fotografieren. Ne? Da müssen wir auch nochmal irgendwann alle Items auf den Boden legen und die alle fotografieren. Das wird lustig. Ich glaube, auch die ganzen Bögen und Waffen kann man, glaube ich, auch fotografieren. Ich bin mir aber gerade unsicher. Hm. Was machst du da? Bist du ein Dieb? Und zack und zack. Aha. Huch, oh, ey, du bist es. Was gibt's? Ich hab's gesehen. Du hast alles beobachtet? Ich liege seit Jahren mit Gastin im Clinch. Wir waren früher bisweilen zusammen auf der Jagd. Ich näherte mich der Beute immer geduckt und ganz, ganz langsam. Er dagegen schrie Attacke und stürmte blindlings los. Natürlich ist uns die Beute jedes Mal entkommen. Außerdem wehrt er sich dickköpfig dagegen, dass sie im Zutatenladen meine Kürbisse verkaufen. Aber was ich getan habe, das ist wirklich unverzeihlich. Jetzt, wo du mich entdeckt hast, sehe ich ein, dass das falsch war. Ich sollte wirklich damit aufhören, mich an seinem Feld abzureagieren. Ich glaube, wir hätten das Quest auch bekommen von wegen, irgendwie jemand macht meine Felder kaputt, kannst du mal schauen in der Nacht, wer das ist. Jetzt haben wir erst gefunden, wer es ist. Und dafür gesagt, dass er das nicht mehr macht. Was sind da unten drunter? Ein Apfel. Einfach so ein Äpfelchen. Aber wo ist das Huhn? Oder waren es doch jetzt schon 10 Stück? Oder war das Huhn auf dem Dach? Kann das sein, dass ein Huhn auf dem Dach war? Ich glaube, ein Huhn war auf einem Dach hier. Kann das sein? Hm, eins war ja hier schon auf dem Dach. Stimmt, aber... Vielleicht ist ja noch ein anderes Huhn irgendwo auf dem Dach. Oder bei Impa da hoch. Das kann natürlich auch sein. Aber hier waren wir ja überall schon. Hier sieht es eher nicht so aus, als wäre hier noch ein Huhn, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe jetzt hier oben auch kein Huhn. Und ich sehe da auch keinen Huhn. Und sehe hier eigentlich auch keinen Huhn. Nee. Nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, er ist nicht was mehr hier, also... Selbst wenn wir es jetzt finden würden, würden wir es nicht abschließen können gerade, aber... Wo ist denn das 10. Huhn jetzt hin? Das muss ich scheinbar relativ gut verstecken. Wir gehen mal ganz kurz zu Impa, weil wir das noch machen sollten. Aber erstmal ganz kurz hier drunter gucken. Nicht, dass das Huhn irgendwie hier drunter ist oder so. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Die Ausdauerlinge haben wir auch noch nicht fotografiert, ne? Wir müssen halt alles fotografieren, liebe Freunde. Das gehört dazu. Das gehört auf jeden Fall zu 100% zumindest. Hätte sein können, dass das Huhn irgendwie dahinter ist oder so, aber ist es nicht. Auch hier ist das Huhn nicht. So, Impa. Dadurch, dass du die Erinnerung der Prinzessin miterlebt hast, ist auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es vergesse, sollte ich dir das hier geben.
Recken gewarnt! In alter Zeit durften nur die fünf vom Königshaus Hyrule ausgewählten Recken diese Kleidung tragen. Der Träger kann die Kraft von Monstern erkennen. Das ist dein Gewand. Die Prinzessin hat es meiner Obhut anvertraut. Du hast es einst erhalten, als du ein Recke geworden bist. Geh sorgsam damit um. Okay, das war alles, was zu sagen war, okay. So. Sonst hat sie nichts mehr zu erzählen. Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist Ganon bereits einmal unterlegen. Du musst dich sorgfältig vorbereiten. Okay. Mhm. Zelda kämpft bis zum heutigen Tag allein mit Ganon. Niemand außer dir kann Zelda retten, kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich auf. Hier ist noch ein Buch. Sorgenbuch. Zur ersten Seite. Was ist dir wichtiger, die Hühner oder ich? Mit diesen Worten stürmte meine Frau aus dem Haus. Was hätte ich darauf antworten sollen? Der Meisterschütze. Ein Maler ist in unser Dorf gekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn schon einmal gesehen zu haben. Er sucht die Quelle einer großen Fee. Ob er damit wohl die Schutzgöttin unseres Dorfes meint? Er darf nicht erfahren, dass sie hinter dem Schrein auf der Anhöhe wohnt. Der zweifache Vater. Ich habe ihn verlassen, aber seine starken Arme beim Spannen seines Bogens wollen mir nicht aus dem Kopf. Ich wünschte, jemand würde mich wieder mit diesem Anblick erfreuen, egal wer, anonym. Tag für Tag stehe ich vor unserem Laden und spreche Leute an. Eigentlich keine schlechte Arbeit. Am Abend tun mir die Füße weh, aber das Licht der Glühwürmchen ermutigt mich, am nächsten Tag weiterzumachen. In letzter Zeit jedoch ist es gefährlich und alle sagen mir, ich soll nachts nicht mehr nach draußen gehen. Dabei brauche ich doch einen Ausgleich für die langen Arbeitstage. Die Kundenfängerin. Seit Generationen wird das Juwel in unserer Familie bewahrt. Ich poliere es jeden Tag. Es spielt eine wichtige Rolle und wartet geduldig darauf, dass sich sein Schicksal erfüllt. Das spüre ich. Und in den letzten Tagen beschleicht mich das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauern wird. Papaya. Ah, nee, nix zurückblättern. Aufhören. Nein, nein, nein. Aufhören. Pfui. Oh, hi, Opaya. Paya, Papaya. Da-da-da. Da-da-da-da-da. Dieses eine Huhn. Unfassbar, oder? Dieses eine Huhn. Dass das so einen Stress macht. Ich kletter mal aufs Haus hier oben drauf. Da oben ist auch noch was drin im Baum. Also ich kletter da hoch, sofern es geht. Das ist natürlich auch noch eine Frage, ob das überhaupt geht, da hoch zu klettern. Ja, gerade so. Na gut. Hier oben ist kein Huhn. Definitiv nicht. Gut, da oben könnte ein Huhn irgendwo sein, aber ich glaube nicht, dass das Huhn da oben ist. Ich habe das nicht so schwer in Erinnerung. Ich hatte das Quest eigentlich relativ simpel und einfach in Erinnerung. Ah, das ist schon weird. Weil ich eigentlich dachte, so schwer ist das gar nicht gewesen. Ei, ein frisches Ei, das sich auf den Vogelnestern oder Baumkronen findet. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Okay, bevor wir jetzt hier... Warum geht das nicht? Ich kann das Ei nicht fotografieren, weil ich im Baum bin, ne? Der sieht den Baum halt einfach, statt das Ei, glaube ich. Ja. Dann müssen wir kurz runtergehen, das Ei kurz in die Hand nehmen. Es fallen lassen und dann ein Foto machen. Nee, Eier kann man nicht fotografieren, okay. Na gut, meinetwegen. Für Eier gibt es dann scheinbar keinen Eintrag. Das kann doch nicht sein, dass hier einfach... Vielleicht ist irgendein Huhn in einem Haus drin, kann das sein? Alter, überall Hühnerbilder an der Wand. Kann es sein, dass eins der Hühner einfach irgendwo in einem Haus drin ist oder so? Ich weiß halt nicht, kann ich irgendwie einen Huhn tragen und dann... Ich bin mal gerade unsicher, ob man einen Huhn tragen kann und dabei aus der Tür rausgehen kann. Aber lass uns mal einfach in den Häusern gucken. Vielleicht ist da ja wirklich das Huhn. Irgendwo in einem der Häuser. Vielleicht hat jemand einfach ein Huhn geklaut. Aber ich hätte ehrlich sagen müssen, ich erinnere mich nicht daran, dass ich damals ein Huhn in einem Haus geholt habe, glaube ich. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Das wäre schon weird.
Aber vielleicht ist es das ja auch wirklich. Da müsste man das nicht auch hören? Wenn es irgendwo in der Nähe ist, muss man es nicht gar kein hören? Weil wenn ich hinten bei den Hühnern bin, da gackert es auch die ganze Zeit. Ich hab nirgendwo im Dorf gackert es noch, oder? In den Läden hier war ich ja schon überall drin. Hier, der einzige Ort, der mir jetzt noch einfallen würde, ist oben bei der Feenquelle. Das ist der einzige Ort, der mir noch einfällt. Ja gut, jetzt höre ich Gackern und Hühner, aber es liegt daran, dass die halt hier im Stall sind, logischerweise. Schauen wir einfach mal. Wo zeigt das Spiel eigentlich gerade hin mit der Quest? Hierhin, Erinnerungsfotos. Habe ich doch schon gemacht. Achso, weil ich die noch finden muss jetzt, okay. Aber hey, vielleicht ist es halt wirklich hier irgendwie bei der Feenquelle oder so. Weil bei der Feenquelle auch keine Kakariko-Musik mehr ist, wenn man da ist, ne? Also, wäre schon weird, dass man so weit laufen muss. Aber scheinbar ist hier schon sehr lange noch Kakariko-Musik, lustigerweise. Juhu, wir haben die Fee! Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Anders als die Würmchen leuchten Feen auch am Tag. Eine Fee haben wir schon fotografiert, ne? So, da haben wir nochmal ein paar Feen mitgenommen. Aber hier ist sonst kein Huhn, ne? Hier ist einfach kein Huhn. Hier ist einfach kein Huhn. Das ist nicht gut. Ich brauche das Huhn. Das Huhn ist wichtig. Oh, ihr seht ja das Podest da hinten. Das ist nämlich da, wo der Stein hin muss, der bei Empers Haus steht. Ich weiß gerade nicht, wie wir dafür sorgen, dass wir den mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob wir den einfach klauen können. Ich bezweifle irgendwie, dass wir ihn einfach klauen können. Wobei, wer weiß. Vielleicht kann man ihn auch einfach klauen. Boah, ich würde so gerne, ich sehe gerade, der Part ist vorbei, aber ich würde so gerne dieses eine Huhn noch finden. Sind halt wirklich nur 9 Hühner. Ich habe ein bisschen die Angst, dass das Quest verbuggt ist. Wirklich ein bisschen Angst, dass das Quest einfach verbuggt ist und dass wir also einfach mal wegteleportieren sollten. Wieder hierhin oder so. Ich weiß nicht, ob wir dann alle wieder sammeln müssen oder ob dann nur das eine wieder an den Ursprungsort zurückkommt. Wie süß. Aber der Typ ist immer noch nicht hier. Er seine Hühner vermisst. Doch, da ist er ja.
Unser Stamm, die Shika, hatte viele Generationen lang unter dem Schutz des Königshauses gestanden, aber als der König durch die große Verheerung zu Tode kam, nahm dies ein jähes Ende. Einige von uns formten eine Bande namens Yiga, die es auf unsere Anführerin Impa abgesehen hat. Deshalb bewachen wir Impa rund um die Uhr. Ich hab die Hühner. Achso. Was? Aber es sind doch nur 9. Entschuldigung, vielen Dank für diese freudige Nachricht. Ich muss zu Ihnen, sobald wie möglich. Okay, ich dachte, es wären 10, oder hat er 9 Hühner gesagt? Oh mein Gott. Hat die gesagt, da einen Huhn gesucht? Ich hatte gesagt, da einen Huhn gesucht, was wir gar nicht finden mussten. Okay, das erklärt vieles. Können wir diese Kühe einfach mitnehmen? Dieses Juwel bewahrt unser Stamm seit Generationen. Nicht einmal du darfst es so einfach berühren. Ja, doch. Ja, guck mal. Schade, dass man es nicht einfach irgendwie wegnehmen kann. Mit Magnetismus oder... Na, guck mal, das geht. Aber das kannst du halt nicht treffen. Das ist ja das Problem. Warum ist hier wieder Wasser? Hä? Wo kam die denn jetzt auf einmal her? Ich frag besser nicht. Ich frag besser einfach gar nicht. Ist er jetzt wieder bei seinen Hühnern? Nee. Oh, ich muss jetzt warten, bis er wieder hier vorne ist. Um meinen Dank zu bekommen für die Hühner. Komm, wir haben hier vorne ein Lagerfeuer. Wir warten einfach bis abends. Erstmal bis mittags. Gucken. Ja, da ist er wieder. Insgesamt sind es 10 Hühner. Jedes einzelne davon liegt mir am Herzen. Aber nur 9 sind da. Sie vermissen mich sicher schon. Bitte finde sie so schnell es geht. Ich vermisse sie so sehr. Okay, ist das wirklich 10 Hühner? Ich habe nicht falsch gelegen. Es sind 10 Hühner. Nur, ich habe keine 10 Hühner. Und es gibt hier offensichtlich keine 10 Hühner. Ah, es ist Verstecken spielen, aber das machen wir nicht gerade. Weil ich dieses Huhn noch finden muss. Ich muss dieses Huhn finden. Irgendwo muss dieses Huhn doch sein. Das ist keine Schwein. Nee. Oder? Kurz, das wäre vielleicht auch oben drauf hier, aber da sieht man auch nichts. Ist halt die Frage, ob warten reicht, dass hier was respawnt wird. Oder ob wir uns mal einfach woanders hin teleportieren jetzt. Na gut, dann beende ich den Part trotzdem. Ich werde das Huhn schon finden, keine Sorge. Wir sehen uns wieder im nächsten Part und dann haben wir auch das Huhn, hoffentlich. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.